gibt. Thomas. Du machst dich Abend fertig? Ja, ich ziehe lange Hose an. Du schützt dich vor den Moskitos. Ein Pulli habe ich angezogen, weil es geht ein Windchen. Und es ist gerade so kühl, dass ich denke, ja, Pulli ist angenehm. Ja, genau. Und hallo in der neuen Woche. Hallo in der neuen Woche. Du hast leckeres Fleisch gekauft beim Metzger heute? Gestern. Gestern habe ich es gekauft. Stimmt, gestern. Wir waren gestern Abend mit der ganzen Camping hier grillen, haben einen langen Tisch gemacht. Und es war sehr gemütlich. Wir haben das Filmen mal dagelassen, nicht gemacht. Genau. Also. Aber es war sehr schön, sehr gemütlich, alle zusammengesessen. Der Betreiber hat noch ein bisschen seine Bazooki rausgepackt. Das war schön, aber ich habe noch ein bisschen Rindsteak übrig und das gibt es jetzt mit die Reste. Ich bin auch da. nee, das Fleisch schmeckt richtig gut. Das ist echt so ein richtig frisches Fleisch. Wird da frisch runtergeschnitten auch, ne? Ja, ich glaube, also die gehackt, haben auch das immer. Das Messer ist riesig. Also ihr seht es, wir blenden es mal ein. Ich stand da im Metzger, haben ein paar Bilder gemacht. Genau. Und es schmeckt einfach so anders wie aus dem Supermarkt. Und so das Fleisch, das ist auch alles, die Tiere kommen hier auch von der Insel. Allgemein hier auf der Insel gibt es ganz viele regionale Produkte, auch Feta und Käse und gerade es kommt alles hier von der Insel. Und ich kann euch sagen, hier gibt es keine Massentierhaltung oder sonst was. Nee. Und sowieso finde ich es richtig, irgendwie, sobald man auf die Insel kommt, merkt man, okay, geht alles langsamer. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen raus, es geht langsamer und man fühlt sich so noch ein bisschen 10 Jahre zurückversetzt. Ja, aber es ist herrlich, ist einfach schön. Ja, das ist echt einfach schön. Ja. Jetzt genießen wir nochmal eine zweite Runde von dem Steak. Ja, wir haben auch übrigens umgeparkt. Wir haben uns um 180 Grad gedreht, damit wir hier mit unseren Campingnachbarn die Tarps zusammen machen können, weil es die nächsten Tage nicht winden soll und dann brauchen wir Schatten, sonst wird es viel zu heiß. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy. So, da sitzen wir dann. Hier ein Bierchen, ein Mythos, so wie es in Griechenland gibt. Jamas. Und der Teller sieht köstlich aus. Also, dann lass es dir schmecken. Mhm. Guten. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to want us. Da steht Kate. Und was hast du in die Hände? Rasierer und Scheren. Ja, Rasierer und Scheren, weil ich sehe so aus und es ist schon wieder zu lang. Ja. Ja, es hängt wieder in die Augen. Genau, stört und kurz fand ich eigentlich echt praktisch. Deshalb, es geht wieder ab. Und ich übe mich mal nochmal. Ich hoffe, du musst jetzt nicht 2 Stunden in der Sonne sitzen. Wir können das nämlich keinen Film aufsetzen. Aber ich sitze hoffentlich in der Schatten. Aber du hast gute Gesellschaft, glaube ich. Wie meinst du? Ameisen? Oder was meinst du? Mich? Ah, dich. Und die Nachbarn. Die werden auch Haare schneiden wahrscheinlich. Ah, gleichzeitig? Oder danach. Ah ja. Ich glaube, ich mache mit Schere und Marina wollte mit Sehr gut. Aber ich sitze in der... Ich bin da hinten im Schatten. Ah ja, gut. War ein Spaß. Zum Glück, weil in der Sonne, es ist, geht kein Windchen und dann ist es echt warm. Also, Haarschneide, let's go! Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Ready. Und? Oh. Hast gut durchgehalten. Es ging auch gar nicht so lang heute. Nee, es ging mega flott, schnell. Ne? Und wir hatten viele Zuschauer. Ich habe mich unter Druck gesetzt. Die haben sich aber alle begeistert und gemeint, ich habe echt auch einen guten Schnitt bekommen. Also, ja, nee, ist jetzt noch nass, aber dreh dich mal.
Ja, ne, gefällt mir gut. Ich hab mich selber wenn ich noch was sehe, dann tue ich es, dann bessern wir es nach. Ja, mega. Also fühlt sich auf jeden Fall wieder schön luftig und sommerlich an. Das ist das Wichtigste. Ja. Bereit für die Woche. Und jetzt haben sich die Camping-Nachbarn auch entschlossen, die Haare zu schneiden und ich zeige mal, wie es aussieht. So, da stehen sie jetzt alle. Und jetzt ist einfach Programm des Tages ist Haare schneide. Und jeder gibt natürlich seinen Senf dazu. Don't press too hard, otherwise it is. James, how are you doing? No. Uh-oh. James, do you have a mirror in the van? Yeah, there is. Don't use it. Wow, this machine is... Tell him no, 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 no. Close to the edge now. Only thing they got is toxicity. Think you need a cleanse, clear the shit out. You got the facts, but they ain't got yours. You've done enough, but they still want more. You've been a good friend down to the core. Oh, oh. Hold up, baby, don't take it. In a friendship, if they just fake it, you don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Du schöpfst die Teller? Ah ja, sie sind nach quasi ein Mix aus italienischem Abend und griechischem Abend. Griechischer Salat mit Spaghetti Aglio Olio. Oh, frische Knoblauch. Und frische Oliven. Oh. Und wir haben hier Tisch und Stühle von den Nachbarn ausgeliehen. Die sind essen, deshalb... Ja. So geht es immer hin und her, ne? Ja, die nehmen unsere Stühle, also... Ja, okay. Ja, Stärken nach einer Leichtwind-Session. Ja, ist herrlich. Heute? Die letzten Tage... Es war nicht viel angesagt, aber es hat doch gereicht. Ja, ich war... Und wir waren wegen ja, zusammen. Ich war noch kurz mit dem Kite voll raus, das war eigentlich ganz lustig. Ich durfte von der anderen Nachbar wieder so ein Leichtwind-Kite mal ausprobieren. Genau. Und dafür hat der Sohn dich dann mit der Drohne gefilmt. Ja, der hat super gefilmt. Also Matteo, klasse Aufnahmen und danke dafür. Und sonst genießt auch, ne? Also wirklich so diese Leichtwind-Tagen, weil ja. Ist mal entspannt auch. Auch mal jeden Morgen machen wir Stretching. Ja, das ist auch cool. Vielleicht müssen wir morgen mal kurz der Kamera... Ja, wir starten morgen den Tag mal so mit euch. Ja, weil genau. Wir haben schon aber drei Tage in Reihe... In, oder vier. Ne, drei. Oh. Wo wir echt so eine Stunde stretchen, alle gemeinsam so mit unserer kleinen Camp hier. Und irgendwie richtig coole Vibes sind. Ja. Ja, genau, aber jetzt gibt es erstmal die Kite-Aufnahmen, Drohnenaufnahmen, Wing-Aufnahmen. Viel Spaß. Also.
bet you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be ready. You don't have to be ready. So, und da hast du deine guten Morgenroutine schon gemacht. War's gut? Anstrengend, aber gut. Anstrengend, aber gut. Ja. Sehr gut. Ja. Also, dann aber heute war die Motivation nicht so. Ab in den Tagstart. Ich habe Lust auf Frühstück. Schön. Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. So, wechselhafter Hintergrund. Ja. Und es ist dunkel. Ja. Wir haben ein Stückchen gefahren. Ja, 30 Kilometer nach Myrina, wo auch die Fähre angekommen ist. Ja. Weil das hier gibt es den einzigsten Lidl auf der Insel, weil wir waren, alle Vorräte waren eigentlich weg. Das heißt mal wieder richtig alles voll. Und sonst Kleinigkeiten kaufen wir immer in diesem Minimärkchen. Ja, die sind ganz lokal, ist eigentlich ganz gut, ne? Was ja. Gemüse und so angeht und die aber richtige halt so Feta. Ja, aber so Vorratssachen, was nicht schlecht wird, so Dosen und Zeug und ja. Ja. Und du hast gemeint, das Städtchen ist sehr, sehr nett. Also ich schön bin gerade schon kurz ein bisschen hingefahren, wenn wir hier so zum Parker am Hafen gefahren sind. Und ja. Ich habe schon gesehen, das sieht, glaube ich, ganz nett aus zum Durchbummeln. Ja. Und dann essen wir diesmal wirklich einen Pita Gyros. Ja. Nicht wie letztes Mal. Diesmal klappt es. Schauen wir mal, ob wir es finden können. Genau. Ja. Und dann lassen wir, würde ich sagen, die 52. Woche unterwegs ausklingen. Ja. 52 Wochen, das heißt ein ganzes Jahr sind wir schon im Bus unterwegs. Ja, verrückt, oder? Verrückt. Ist echt verrückt. Ja. Schöner Abschluss. Würde ich auch sagen. Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin. Oder? Genau. Ja. Genießt die Aufnahmen von Myrina. Ja. Und dann. Danke. Bis nächste Woche. Tschüss. Fighting for something, something to remind us that we're better than this poor love song.
far too long, babe. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously?